Servus zusammen. Ich wollte euch heute mal ein Video zeigen von Euro Truck Simulator 2 bei Marburger hier bei mir. Dies ist mein erstes Video von ETS 2. Da es mit YouTube und GEMA ein paar Probleme mit den Soundaufnahmen gibt, ist dieses Video ausnahmsweise mal ein bisschen speziell, hauptsächlich nur meine Stimme und das Fahren. Ich hoffe, das Video gefällt euch trotzdem und schaut euch einfach an und ich sage schon mal danke fürs Zuschauen. Herzlich willkommen bei Euro Truck Simulator 2 im Singleplayer-Modus mit ein paar Mods. Ich dachte mal, ich mache mal ein kleines Projekt spontan, gerade mal so einfach mal bei CSGO. Warum nicht mal was Ruhigeres anfangen? Hab gerade mal so während der Fahrt überlegt, komm, machen wir mal schnell eine Aufnahme. Haben 100 Kilometer vor mir, 170. Fahren jetzt von Duisburg nach Eni oder wie das ausgesprochen wird. Ja, und ich fahre aktuell für die Spedition TAT. Das nennt sich The Apex Transport und fangen wir einfach mal an und einfach mal die Eindrücke und die Umgebung in einen einwirken lassen. Los geht's. Der Marburger fährt. Uah. Ich fahre ein Scania gerade. Hört mal am Sound vielleicht schon. Fernlicht, funktioniert alles. Ich habe ein paar Mods drin, Traffic Mod und alles. Und ja, guck mal, wie weit wir es noch vor uns haben. Habe bisher 36.000 verdient, bin schon ein paar Fahrten gefahren. So, herzlich willkommen in Nordrhein-Westfalen. Wir haben sogar auch, wenn ich auf C drücke, ja. Ja, ein Tempomat haben wir auch drin. So. Dies ist auf jeden Fall mein erstes Video von Euro Truck Simulator 2. Und ich wollte ein kleines Projekt starten und mit bisschen Simulations-Games, die momentan im Trend sind, auch anfangen. Und da dachte ich mir, warum soll ich das nicht mal mit Euro Truck Simulator 2 anfangen? Das Spiel spiele ich eigentlich recht gut. Also sehr gerne. Hab's früher mal gezockt. Ich hab's mir bei Release damals geholt. 2012 oder 13 war das. Und ja, habe halt eine lange Zeit nicht gespielt. Weil, ja, wegen den ganzen Bugs und alles. Mit den Multiplayer, was damals noch war. Multiplayer habe ich zwar auch noch den Launcher. Auf die Truck-Seite. Ja. Aber im Multiplayer ist halt das Problem, da hat man noch keinen richtigen Verkehr, da hat man nur die Multiplayer-Spieler. Keine Autos und keine Zusätze, nur den Transport halt. Und da gibt es manchmal auch Probleme, wenn man vom Anfang an rein startet mit einem neuen Profil. Und ja, das ist halt doof dann, wenn man keine Aufträge bekommt, wenn man noch gerade neu auf Multiplayer drauf geht. Aber da werden in Zukunft, denke ich mal, mache ich da auch ein paar Videos. Na komm, überhol mich. Naja, die Hupe hört sich an wie so ein feuchter Furz. Ja. Ja, somit ganz komisch. Naja, was soll ich meckern? Also, es ist ein Leih-LKW, ich habe noch keinen eigenen. So, dann gehen wir mal wieder links. Willkommen am Biggesee, da war ich auch schon mal. Uah. Oh, ich muss rechts, glaube ich. Ups. Sollte mal vorher gucken. Ui. Nein, ich bin falsch abgefahren. Aber hier kann ich auch lang. Dazu sagen, ich spiele momentan noch mit Tastatur. Deswegen kann es ein bisschen ruckartig sein.
Möchte mir aber in Zukunft, in den nächsten 2, 3 Monaten oder so, hole ich mir wahrscheinlich ein Lenkrad von Logitech. Ich denke mal, das für 150 Euro, das G25. Naja, der hat gut Dampf unter der Haube hier, der Scania. Eine kleine Außenansicht. Komm. Naja, ist noch zu dunkel. Ich transportiere gerade irgendwelche großen Teile von den DLC. Going East habe ich mir geholt auch. Uah, brems, 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 brems. Oh. Okay. Ein bisschen Fernlicht an. Ja, gut Dampf hat er. Ja, Nachtfahrten sind eh ein bisschen anstrengender als Tagfahrten. Da kommt jetzt eine Ampel, schon mal blinken. Ja. Ich bin ein bisschen zu schnell unterwegs. Oh, bremst doch! Oh. Fahren wir nach Essen, Köln. Ich muss rechts Richtung Essen. Okay. Gucken wir mal kurz. Ja, das wollte ich jetzt nicht machen. Sorry, warte. Ganz eine Einstellung noch. Lüftungsschacht. 12-Tonner ist das. Okay. Fahren wir mal los. Hoffentlich kriege ich jetzt nicht schon rot. Ja, Glück gehabt. Wow, 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 wow. Ah, große Lenkkraft hier. Wende. Groß wenden muss man hier. Jetzt gibt mal Gas hier, genau. Ich soll nur 80 fahren, aber Radarkontrolle schon ausgeschildert. Aber ich finde, die Details sind schön gemacht, auch in der Nacht jetzt. Vor allem mit den Mods, die ich jetzt alle drin habe, die zeige ich euch nochmal. Wenn ich meinen Transport abgeliefert habe, den ganzen Reflektoren und könnt ihr mal gucken, schon mal schauen, welche Mods ich eingebaut habe. Da werden noch ein paar Mods kommen, die ja, die es nur in ein Special-Video geben wird, höchstwahrscheinlich, aber dann auch nur privat. Na komm, der ist aber langsam hier. Holen wir den mal. Elefantenrennen! Zieh, 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 zieh. Naja, das habe ich immer früher gehasst, wenn man auf der Autobahn ist. Und da habe ich immer Angst bekommen, wenn ein LKW an mir vorbeigefahren ist. Und jetzt fahre ich selbst eine. So, rechts. Ah, der LKW hat gut PS unter der Haube. Was da vorne? Baustelle oder was? Ja. Ein bisschen größer machen hier. So, wir sind in Essen. Ja, wenn ich Essen schon höre, kriege ich ja schnell Hunger hier. Wow. Erster Aufenthalt in Essen. Ah, sieht schon nicht schlecht aus, wenn man so guckt. Jetzt kann man es auch sehen ist li im Licht hier. Sieht auch mal nicht schlecht aus, ne, Leute? Hier. So ein Lüftungsschacht. Ja. Hat gut Dampf, das Ding. Ja, ich bin mal gespannt, bei Euro Truck Simulator 3 wird es ja nicht geben. Aber es soll, wie ich. Erstmal hier Motorbremse. Es soll ja,
ETS 2, also im Euro Truck Simulator 2, soll ja ausgebaut werden. Weil ich habe ja gedacht, es kommt ja vielleicht noch ein drittes raus. Dem ist nicht so, wie ich in den Foren gelesen habe und gehört habe, auch in der Community, die ich leite. ETS 2 wird hauptsächlich ausgebaut. Auch in Multiplayer soll ja in großem Stil ausgebaut werden. Wo sich ja erst die Hersteller so ein bisschen, ja, es nicht so wollten, sich geziert haben. Ist im Endeffekt ja noch ein. Oh, ich muss links. Ja, komm, überhol mich oder lass mich vorbei. Meine Güte. So. Ja, wo war ich stehen geblieben? Genau, wo die Hersteller es erst verneint haben, Multiplayer, weil es ja angeblich ja so komplex und kompliziert ist. Aber jetzt auf einmal nach Release ein Jahr später gab es ja dann schon die Beta-Phase, ne, die, Entschuldigung, die Alpha-Phase von Multiplayer von ETS 2MP, den Launcher. Weil der Druck der Gamer-Community war ja so groß, dass sie es dann doch versucht haben und es läuft flüssig. Hätten sie eigentlich von vornherein machen können. Naja, was soll man machen? So. Boah, das Lied ist geil, wartet mal. Das drehen wir mal ein bisschen lauter, ne? Stört euch nicht. Das hat doch mal linke Back, ja. Burning. Sure. Nicht so schnell fahren hier. Schon rot. Ups. Ah, Licht. Licht. Hoppala. Brauche ich da mein Licht? Da. Ja, ich bin mal gespannt, in Zukunft soll ja auch Polizei und alles kommen und Rettungskräfte hier im Euro Truck Simulator 2. Ja, ist von Modern halt die Planung. Ob es dann in der nächsten Zeit umgesetzt wird, ist halt offiziell nicht bekannt. Ja, aus anderen Informationen haben schon ein paar Modder es halt schon hinbekommen, aber das ist eher inoffiziell und privat dann. Weil da. Wappalappalapp. Anhub mir geht ja gar nicht hier, Lichthupe. Nee, nee. Fährt er mir einfach was rein. Ja, wo war ich denn? Genau. Rettungskräfte und Polizei. Da gibt es bisher nur den Traffic-Mod, wo jetzt mehr Verkehr ist und also Skins, Autos, die halt so aussehen, aber noch nichts machen. Das soll ja in Zukunft sich wahrscheinlich auch ändern. Da jetzt schon Animationen von Bürgern, die auf den Bürgersteig gehen, in manchen Städten schon ist. Oh, mal auf einer Straßenseite hier. Ja. Ich hoffe einfach, dass es kommt. Weil das wird das Spiel komplexer und ausgefallener machen. Oh, was ist denn das denn hier? Ist einfach schöner, wenn das ein bisschen realistischer wird dann. Oh, ich bin schon fast da. Jetzt. Ich liebe das Lied irgendwie. Hier. So. So, dann machen wir mal hier kurz leiser.
So, dann danke erstmal fürs Zuschauen und dann sage ich erstmal bis zum nächsten Mal und ja, bei Fragen oder irgendwelchen Anregungen oder Kritik einfach in den Kommentaren reinschreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Marburger. Ciao.